Herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen bei der neuen Folge Flohmarktfunde. Ja, das, was letzte Woche ihr gesehen habt, war mein bester Flohmarktfund ever. Und ich würde auch sagen, der beste Fund in ganz YouTube Deutschland in diesem Jahr. Safe. Die letzten Jahre kann man sich streiten. So ein krasser Fund, ja. Also, wow, ja. Und heute geht's weiter. Ja, an dem Tag, wo ich diesen Hamsi dort gemacht habe, habe ich auch noch andere Sachen gefunden. Was ich alles gefunden habe, werden wir jetzt in diesem Video sehen. Und ja, ich bin's Patron. Ich habe mir ein Schnurrbart mal stehen lassen. Die Seiten mal weg, ja. Dass ein bisschen frische Luft mal dran kommt. Und ja, jetzt habe ich mir erstmal ein Schnurrbart für ein paar Wochen. Ich denke mal, so in 2-3 Wochen sieht man davon nichts mehr. Hoffentlich. Ich wollte es einmal versuchen. Und naja, egal. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge. Und ja, überlegt einfach mal, was ich letzte Woche gefunden habe und was ihr jetzt sehen werdet. Die Spiele vollständig, wissen Sie das? Die sind vollständig. Ja, alle. Alles cool. Das sind keine Kinderspiele. Ja, das sind so ältere, ja. Das kenne ich noch. Danke. Ich bin auch 88er. Also, so alt ist auch nicht. Auch 88er, ja. Echt? Ja, ich auch, ja. Ein paar Jahre älter. 10 kenne ich, da sehen Sie. Haben Sie auch was an Videospielen dabei? So PlayStation, Nintendo, irgendwas? Nee, heute gar nichts von denen. Was soll das Brettspiel kosten? Ja. Ja, unterschiedlich welche, ne? Das hier zum Beispiel? Achso, hier habe ich noch gar nicht reingeguckt. Disney. Das ist auf jeden Fall vollständig. Wir haben noch vollständig. Ob ich hier noch Zettelchen dran habe? Nee. Ich habe hier immer Zettel mit unseren Namen und Spielepunkten. So. Hier haben wir noch das Labyrinth. Und das ja, Labyrinth habe ich. Ja, das ist auch interessant. Also für Pizza hätte ich mein Interesse, vielleicht für das auch noch, fürs Monster. Ja. Also ich meine, so bei denen, das sind so die kleinen hier so 5 Euro, ja. Die hier so 8 Euro und die Tablet so 10 Euro. Okay. Waren da 5 Päckchen? Nee, eins für, nee, das Junior ist hier. Können wir bei dem erstmal 3 machen? Geht das? Schatz 5? Oder wir treffen uns in der Mitte. 4 ist doch so eine schöne klare Zahl. Wenn ich 4 klein habe, machen wir es gerne. Und, guck mal. Die 84er Baujahr, das ist doch alles die 4, das ach passt so, doch. So, bevor ich auf den Dorfflohmarkt an den Tag gegangen bin, war ich noch auf einem ganz kleinen Flohmarkt und da habe ich hier dieses Spiel gefunden. Pizza Party von Parker. Ja, fand das irgendwie cool, bisschen oldschool-mäßig. Ich kannte das irgendwie noch, aber woher ich das kannte, weiß ich nicht mehr. War das damals in der Schule, im Kindergarten, weiß ich nicht. Ja. Kam mir sehr bekannt vor, dieses Spiel. Deswegen habe ich das mitgenommen für 4 Euro. Ja, und da habe ich auf dem Flohmarkt noch etwas gefunden, beziehungsweise noch 2 Sachen, die zeige ich euch jetzt und danach geht es wirklich ab in den Dorfflohmarkt. Was soll das Plüschtier kosten, das Eichhörnchen? Was wollt ihr dafür haben? 5 oder 4 Euro. 5 oder 4 Euro? Ja, dann nehmen wir doch 5 Euro, oder? Für ein Plüschtier? Oh je. Ja, hallo. Aber für die Kinder, ne? Teuer. Guck mal, sieht aus wie... Uiuiuiui. Ach so, das nichts. Das sind noch 5 Euro zu wenig. Zeigen Sie mal. Was ist das? Simba. Okay. Hier, ehrlich. Ach ja, aber gut. Mein Sohn ist ein Eichhörnchen-Fan. Ja, keinen Scheiß mit den Kindern machen. Nee, bei Kindern handel ich nicht. So, dann nehme ich das hier mit für 5, okay? Oh. Dann habt ihr schon mal 5 Euro. Oh, da hab ich. So, an diesem Stand waren 2 kleine Kinder am Stand. Ja? Nachbarstand war eine ältere Frau, die hat auf die Kinder aufgepasst. Ich meine, der Vater hat irgendwie versucht, sein Auto irgendwie wegzuparken. Weiß ich jetzt nicht genau. Ja, da gab es ein Eichhörnchen von der Firma Steif, ja, auch noch nagelneu. Das Kind wollte einen 5er, hat einen 5er bekommen. Und die hatten auch davor einige Switch-Spiele. Ich meine 3-4 Switch-Spiele, die sind alle weg. Ja, da hat das berühmte Vater-Sohn-Gespann die Spiele mitgenommen, die auf jeden Flohmarkt sind. Und ja, ist ja nicht schlimm, die waren schneller als ich. Ja, auf jeden Fall so ein süßer Steif-Eichhörnchen. Ja,
Also, was kosten hier so ein PlayStation-Spiel? Da kommt es drauf an, so ein bisschen. So Singster-Sachen. Das heißt ja nur Singster, ne? Anscheinend, ja. Ich muss gerade selber mal gucken. Ja, ist nur Singster. So 12 Euro. Eins? Ja. Ich hätte Ihnen jetzt hier drei angeboten, deswegen für einen. Achso, die da muss ich schon sagen, Singster. Die habe ich in England gekauft bei Pound. Also, das kann sein, dass die auch komplett auf Englisch ist. Diese eine, ja, diese sehr eine schön, hier. Ja. Da habe ich bei Pound das Stück. Stimmt. Aber wir können natürlich schauen. Ja, also drei hätte ich trotzdem für Singster Spiel. Drei ja. Spiele? Ne, 3 Euro. Ach so, oh, ja. Nee. Was kannst du da machen noch? Bitte? Was kannst du am Preis machen für ein Spiel? Der zeichnet sowas gerade aus. Man sieht dich nicht. Ach so. Ja. Das ist nur die Aufnahmen, ja. Du hast Englisch, oje. Da würde ich 10 Euro sagen. 10. Oh. Puh, 7? Ist okay, 7. Ja, 7. Das ist mein Glücksteil, sehen Sie. Haben Sie noch mehr Spiele dabei? Das ist das, was ich da. Nur PlayStation, okay. So, hier bei der Jungfrau gab es jede Menge Singster-Spiele. Ja. Unter anderem war ein Spiel dabei, wo ich Interesse hätte. Sie wollte pro Spiel 12 Euro ursprünglich. Ja. Ich habe mir hier dieses Spiel ausgesucht: Singster Disney. Auf Englisch aber. Ja. Dieses Spiel habe ich auch schon auf Deutsch, jetzt habe ich es auf Englisch, habe 7 Euro dafür bezahlt. Ich denke mal, für 7 Euro ist es auch in Ordnung. Ja, vor allem dieses Cover, Leute, ist doch wirklich wunderschön. Ach, Herr Gott, was heißt der? Servus. Morgen. Eine Frage, habt ihr was an so Videogames da, Spiele? Nintendo, Game Boy, PSP, also allgemein an Spielen. Switch. Okay. Switch ist ein neuer. Ein paar neuere. Ich habe auch noch Spiele gesucht. Also, die Frau gerade noch ein bisschen. Ich guck mal, ja. Achso, darfst du schauen? Switch ist jetzt nichts für mich. Nicht, wo hier vorne. Vor ihm. Noch zu früh. Das ist auch noch einwandfrei. Wird alles nochmal komplett Dings. Bin auch extra nochmal ein bisschen mit dem Glas reingegangen, wie man es halt so macht bei dem Klavierlack. Das ist ein bisschen ja, bei der PlayStation genauso, ne? Weil es jetzt länger liegt und so, ne? Die Wii. Also, das geht ja auch da an. Wo geht das? Das müsste, geht Ja, schlag was vor. Hätte Interesse auf jeden Fall. Das Komplettpaket. Mit dem Gerät, mit dem ganzen Controller, Nunchucks. 260. 360, ui. Und nur die Konsole? Ohne ja, Games? Nur die Konsole ohne Games ist von der. Ich hätte schon gern als jetzt Paket, 360. Dass ich auch die Controller damit Los wird, weißt du? Weil es ist halt immer so Sache, weil dann hast du die Controller rumfliegen. Und so habt wenigstens einer Spaß dran. Er hat gleich 2 Controller, 2 Nunchucks und hier nochmal einen zum bisschen hier Spaß haben richtig. Was weiß ich hier so, diese Battle-Spiele hier von Mario und Zelda. Ja, klar, 260 ist mir ein bisschen zu viel, ne? Dann machen wir was, sag mal, was die Gage. Boah, wenn ich jetzt sage, dann holst du, ich hätte jetzt gesagt 80, aber ich hole nur die Konsole. 80? Ja, nur die Konsole, Weißt du? Also ohne den. Also Best. Die Konsole mit 32 GB ohne das ganze Zubehör, die geht ja bei eBay schon weg für ab 190 Euro. Ja? Geht die bei eBay schon, steht in den Verkäufen drin. Jetzt nicht in Angebote, sondern in den Verkäufen gehe ich schon von aus. Das dann hast du hier noch die Controller und die ganzen Spiele dabei. Also da wird es schon. Ja. Okay. Da wäre es eigentlich schon schnapper, weil normal, wenn du die Controller einzeln nimmst. So, ich bin jetzt gerade auf dem Dorfflohmarkt angekommen und direkt habe ich eine Wii U gesehen. Beziehungsweise nicht gesehen. Ich habe direkt gesehen, da gibt es was Spannendes und eine Wii U kam noch raus. Aber der Preis war viel zu hoch. Was sagt ihr? Hättet ihr dort zugeschnappt? Ich suche so Spiele. Habt ihr nur das, was hier ist dann? Oder habt ihr noch mehr? So Nintendo-Sachen, Gameboy, gar nicht, oder was? Okay. Okay.
Tatort ist auch für dich nichts dabei. Du heißt ja nicht Tatort, ne? Ich hab doch keine, also jedenfalls nicht dafür. Die Zähne. Was denn? Das ist von dir? Ach so! Von hier? Wo kaufst du das? Wo sind deine Gameboy-Spiele? Ja, wenn du schon mal hier bist. Ich weiß, dass du so mal kein Geld dafür kriegst. Ja, kommt drauf schon. Also für 10er kannst du leider die Spiele dabei, ne? Ja, aber 4, ja. Ich hätte es für 5 mitgenommen. Mach mal 8. Na, ich guck, ich überleg's. Hallo. Die sind alle so gegossen, weißt du, hier guck. Pokémon Nemo. Was soll das kosten, okay. Das Brettspiel? Ja. Und er hätte noch gern den Kuchen. Oh. Guck mal, ich hab keine Ahnung davon. Da sind auch noch drin. Ist ja auch Sinn, ne? Ja. Und das ist alles. Und der hier. Und der gehört auch noch dazu. Ja, ja. Zusammen schon. Oha. Können wir 3 machen? 3 statt 4? Ja, 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 willst du das Ding nicht haben? Ich überlege mir das gerade. Ist auch cool, so eigentlich so eine Figur, ne? Ja, aber im Grunde ist die Leute war nie draußen. Die war schon immer da drin. Mhm. Das, ist, das Spiel ist im Spiel gut. Ja, das Spiel ist ja eh. Das ist ein Steelbook. Ah, Steelbook? Ja. Das kriegst du schon los. Für einen 10er fahren das. Ja, komm, dann gib mir 7. Ah, 7 habe ich angeboten gehabt, gell? Will ich das jetzt ich haben noch? Ich weiß es ich nicht. Ich weiß doch, dass 7 deine Glückszahl ist. Wie du hey, guckst du meine Videos oder was? Ich überflieg den mal. 7 ist eine Glückszahl, ja, aber. Ich überflieg den. Will ich das jetzt wirklich haben? Weiß ich auch nicht. Also das Spiel bräuchte es wahrscheinlich nicht, aber. Das Spiel ist ja eh Mist, aber also das kannst die Figur. Du nicht für 15 oder 20. Meinst du? Ja, 15 denke ich schon. Aber weil das, obwohl vielleicht. Ja, komm, ich geb dir 7. Wegen Glückszahl. Genau. So, mein erster Deal auf diesem Dorfflohmarkt war bei einem Bekannten sogar richtig cool. Ja? Man kennt sich, man sieht sich immer. Man hat früher nicht miteinander so geredet. Jetzt redet man. Servus, mein Bester, wenn du es siehst. Da gab es zwei Sachen für mich. Und zwar einmal hier dieses Poke-Memo. Ja, richtig cool. Auch nicht günstig. Auch nicht so günstig. Das Ding hätte ich niemals gedacht. Hab dafür bezahlt 3 Euro, ja. Hab das jetzt zweimal in der Sammlung von der Firma Hasbro. Also 3 Euro, geht völlig in Ordnung. Und dann gab's noch für 7 Euro, weil das ja meine Glückszahl ist, ja. Der kennt ja auch meine Videos, der Kollege. Dieses Spiel hier, 4-3. Ja, mit einer Figur drin, mit einem Spiel drin. So eine Collector für 7 Euro. Denk ich mal. Kann man sowas gerne mitnehmen, auch wenn das jetzt nicht so meine Spielereihe ist, aber ich fand das wirklich geil mit dieser Figur. Ui, 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 ich mach nix. immer aggressiv, ja? Ja, hallo. Ballu! Ich soll jetzt ein Beiß gleich. Der Beiß nicht. Nein. Die gibt's nicht mehr. Die rennen auf der ganzen Welt wahrscheinlich. Nein. Ja. Wir alle fragen, sollen die vorne aufhören? Ja. Also was kostet? Hat man mit jeder Probe bauen können. Auf jeden Fall. Immer noch ein Problem. Ja. Ja. Das ist aber leer, ne? Glaube ich, oder? Oder ist anders? Keine Ahnung, gute Frage. Das ist sehr leicht, oder vielleicht, ja. Kann auch sein, dass das hier mit drin ist. Da ist ja noch eine. Ja, aber die ist ja. Was für ein Ding ist das? Bitte? Was für ein Ding ist das? Was willst du dafür haben? Was willst du dafür haben, wenn ich das so nehme? Ich gucke erstmal, ob alles natürlich da ist. Was denn? Das hier, den Nintendo. Komplett? Beide? Ja. Oder nur die eine. Eine reicht ja. Eine oder beide? Erstmal eine. Hast du jetzt einen Namen? Wir können auch einen Gesamtpreis machen. Dann gucke ich mir, was schöner aussieht. Hier. Mal Gesamtpreis. Hier fehlt das Spiel, ja. Eins fehlt. Warum müsste eigentlich alles da sein? Der fehlt auf jeden Fall, ja. Das ist was anderes. Das gehört, ja. Der müsste drin sein. Gute Frage. Aber wir können drüber retten. Das ist nicht gerne. Das Ding hat schon viele nicht gesehen.
Bitte? Das Ding hat schon viel Elend gesehen. Ja, das mag sein. Ja, schlag was vor. Könnt ihr vielleicht beide mitnehmen, weil ich sammle das Zeug. Okay. Ja. Für beide 100er? Für beide 100er. Ich war bei 75 im Kopf. Machen wir 80? Für 90. 90? Dann sind wir beide. Aber ich gucke jetzt mal den Zustand an. Ich gucke jetzt mal rein, ob alles da ist. Ja, Alter, machen wir. 90 rein, dann, ja. Okay. So, meine Lieben, was dort passiert ist und wie es passiert ist, wirklich krass, einfach Bauchgefühl. Ich bin öfters an diesem Haus vorbeigefahren, weil man sagt ja immer, Häuser mit einer Scheune hinten sind meistens alte Raritäten eventuell, wie zum Beispiel Masters of Universe Figuren oder alte Turtles Figuren, Ghostbusters Figuren, eventuell alte Videospiele. Ja, das hat die ganze Zeit mein Bauchgefühl gehabt, dass dieses Haus etwas hat. Und ich bin wirklich jede 5 Minuten hin und her gefahren, dass ich das nicht verpasse. Und als es die Tore geöffnet hat, bin ich rein, Leute. Und wirklich mein Gefühl hatte nicht Unrecht. Da lag eine Super Nintendo in OVP, eine PlayStation 2 in Silber. Die hätte ich auch mitnehmen sollen, nach Preis fragen sollen. Ich muss sagen, so, ah, hätte ich echt machen sollen, mitbundeln sollen. Leider war ich zu euphorisch oder ja, so aufgeregt. Wollte den Deal einsacken, ab ins Auto gehen. Ne? Der Mann wollte 100 Euro haben für die Super Nintendo mit OVP plus die einzelne Super Nintendo mit 2 Spielen, beziehungsweise 3 Spiele und den Super Game Boy. Ja? Ich zeige euch alles nochmal in der Aufnahme, was ich mitgenommen habe für 90 Euro. Da war einmal hier der Klassiker Super Mario World dabei. Das Super Game Boy war dabei. So, und hier haben wir das Spiel Donkey Kong Country. Hier fehlt leider das Modul, also das Spiel fehlt, aber die Anleitung, Inlay, alles dabei und der Zustand. Also ich weiß nicht, der ganze Dorfflohmarkt dort, ne, ihr habt ja mein Video letzte Woche gesehen, die Zustände dort in diesem Dorf einfach alle perfekt. Also bei Donkey Kong Country, also schaut mal, das ist auch enorm geil, damals 159 Mark, ne, richtig tolle Zustände. Wie gesagt, hier fehlt das Spiel, aber ist gar kein Problem. Das Spiel habe ich irgendwo hier rumliegen, kommt einfach da rein, gut ist. Und hier gab es für mich Teil 2, komplett mit Spiel, mit Anleitung, der Zustand 1A, aber hinten ist ein fetter, dicker Aufkleber. Klar, könnte man ihn runterkriegen, aber ich lasse es einfach, das ist einfach für mich Nostalgie pur. Die Zustände, alter Schwede, sogar diese schönen roten Sticker sind schön dran noch, ne? Wirklich super Zustand und ja. Für 90 Euro kann man da nicht meckern und da kommt ja noch was. Diese geile Super Nintendo war auch noch dabei, lose im Karton mit 2 Controllern und den ganzen Kabelgedöns. Das muss ich jetzt nicht in die Kamera halten, die waren auch alle perfekt, wirklich schön. Die Konsole sieht auch sehr schön aus, ist eine Two-Chip-Konsole. Ja. In der Kiste war die One-Chip, in der OVP war die Two-Chip. Ich habe die umgetauscht. Ja, ich zeige euch jetzt die OVP und da ist die One-Chip drin. So Leute, hier ist eine One-Chip-Konsole drin, ja, das war auch noch dabei. Und der Zustand, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, paar da oben da, bisschen Whitening, wird man in der Pokémon-Szene sagen. Aber ansonsten vorne top, an der Seite würde ich auch sagen, sehr schön noch. Ne? Und hinten, ja, also wirklich super, super in der Schuss. Und ja, die Konsole bleibt natürlich auch in meiner Sammlung. Meine Konsolensammlung wird immer größer. Falls ihr mein letztes Video auch gesehen habt, ne, da habe ich ja meine 2 Schränke nur mit den ganzen Konsolen gezeigt. Ich habe noch mehr Konsolen, Leute, im anderen Raum. Aber dazu gibt es leider kein Regal. Die liegen da einfach rum. Leider, weil ich keinen Platz habe. Ich muss mir was überlegen, auf jeden Fall. Aber die Konsole, dass die im Bundle dabei war für 90 Euro, schmeckt. Aber ich suche also eher so Mädels-Dinge, ne? Ich suche eher so ein Videospiel, so Nintendo, PlayStation, Game Boy, sowas. Habt ihr da was? Irgendwo im Keller. Eigentlich schon. Na hier,
Achso, also Wii habt ihr. Achso. Okay, ich guck mal da rein. Ich guck mal rein. Achso, ja, sehe ich schon, ja. Ja, nur ein Mario Kart. Was soll das eine Spiel kosten? Weißt du das? Oder dein Papa erst? Ja. Hier steht 50, aber für alles. Aber steht nur, wenn da ein Spiel vielleicht. Ja, kannst du eher. 50 Euro. Ein Spiel? Oha! Ist ja teurer als im Laden, neu. Aber gut, so muss es irgendwann auch sein. Immer teuer ansetzen. Ein Wii-Spiel, was machst du denn? Hallo. Das sind jetzt ganz viele Spiele, ja, aber ja, ja. Ich habe nur eins jetzt mir ausgesucht. Oder habt ihr noch, ist das da auch noch drin? Ja, ist noch drin. Ja, okay. Oder habt ihr auch noch andere Sachen? So ein Gameboy, einen alten? Oder ein Nintendo 64? Gameboy, nicht mehr. Ältere die PlayStation Sachen? 4, die ist schon weg. Okay. Spiele? Was für Spiele? Für die allgemein Videospiele noch irgendwo. Hier gibt es auch noch kleine. Ja, das ist die Wii, Schatzi. Was willst du dafür haben? Für das eine da? Machen wir 5 Euro. Das 5? Ist ja das Mario Kart. Das ist ja dann Lenkrad Buchse. Hast du dafür? Also ja. Ja. Das Lenkrad, genau, das ist auch das Original. Ja. Ja. Können wir so 5 machen dann, ja? Ja, machen wir. Willst du, haben wir gesehen? Komm. Die Kinder nehmen die Kindersachen. So, dann kriegst du jetzt 5 Euro. Oh, das ist die Pferdchen. So, guck mal hier. Wie viel krieg ich zurück? Sag's ruhig. Wie viel krieg ich zurück? Weiß ich nicht. Wenn ich 5 Euro bezahlen muss. Gar nichts, sehr gut. Mathematik bisschen. Danke, ne? Ciao, ciao. So, als ich meinen Super Nintendo Deal ins Auto gebracht habe, war am Nebenhaus noch ein Tisch aufgebaut. Da war eine Kiste mit Wii-Spielen. Für mich war halt nur ein, zwei Sachen interessant. Und zwar hier dieses Spiel, ja, Mario Kart für Wii. Komplett. Und dazu habe ich auch den Lenker geholt, ja, dass das halt zusammenpasst. Für 5 Euro und ja, am Ende gab es noch eine kleine Matheaufgabe vom Patron. Ja, Patron gibt auch Matheaufgaben. Morgen. Morgen. Was kostet so ein Brettspiel bei Ihnen? Monopoly? Ja, kommt drauf an. Oder das hier? Das, da hätte ich schon 15 Euro. Wie viel? 15? 15, ja. Haben Sie auch noch was an so Gameboy-Spielen, Playstation, sowas? Nee, ne? Wurden Sie schon 1000 Mal gefragt? Ich. Komplett, wissen Sie das? Ja, komplett. Ja. Das wurde, glaube ich, zweimal gespielt oder so. Ja, sieht gut aus. Genau. Können wir da statt 15, also ich hätte so um 8 im Kopf. 10 würde ich machen. 10? Ja, machen wir. Ja, okay. Einen Moment. So Leute, hier habe ich das Brettspiel Phase 10 gefunden. Ja, Phase 10 kennt man, ja, muss man nicht erklären. Viele kennen auch Phase 10 Kartenspiele, ja, gibt es auch als Kartenspiel. Und hier ist es als Brettspiel halt, ja, sieht dann folgt so aus. Die Karten sind natürlich auch dabei. Ja, du würfelst da noch ein bisschen, hast da noch Figuren und so ein Brettspiel halt dazu. Richtig cool, perfekt für Weihnachtsspiele mit der Familie oder Silvester oder Geburtstage. Ja. Oh, Wissen ist Macht. Ja, habe ich gerade bemerkt, aber irgendwas doppelt. Okay. Schatzi, hier ist noch Wissen ist Macht drin. Behalten wir aber, gell? Wissen ist ja Macht. Ja. Ja, die hast du. Was willst du pro Spiel haben? Hier, ich habe keine Ahnung. Es ist nur so, dass wir eine PS4 haben und Spiele überhaupt nicht, sondern wir haben die eigentlich zum Blu-ray-Gucken benutzt. Was war denn das jetzt? Und die sind. Alter. Was? Boah. Ja, eben. Krass, gell? Eben gerade. Ja, eben gerade. Hast du irgendwas zum Abwischen? Nee, ne? Oder? Haben wir Glück gehabt, dass nicht auf unser Kopf ist. Ja. Alter Schwede, wie. Okay. Ja, ich komme zu dir, noch Schuhe holen wollte ich. Ja, schlag einen Preis vor. Ich hätte jetzt an den 5 Interesse vielleicht oder. Sag was. Ich zahle 2 pro Spiel. Wie viel? 2 Euro pro Spiel. Das sind 2, 4, 6, 8, 10. Für die. 15 gesamt. 15, ui. Dann. Eine kleine Spardose. Dann machen wir so, dann nehme ich doch das, dann machen wir 15. Ja? Okay, gut, dann lass ich die hier.
So, dort habe ich einen Hamsi gemacht. Der Mann ist in die Wohnung rein, hat die Spiele rausgeholt und waren ein paar interessante Spiele für mich dabei, die ich auch mitgenommen habe. Und ich weiß nicht, ob ihr das genau gesehen habt. Von oben hat ein Vogel geschissen, sage ich mal, auf dieses Spiel hier, auf Game of Thrones, ja. Hat er irgendwie draufgekackt. Ich hoffe, dass ich das irgendwie zeigen kann. Wenn nicht, habt ihr es jetzt von mir gehört. Auf jeden Fall habe ich 15 Euro ausgegeben und zwar hier für diesen Haufen hier. Game of Thrones, ja, für die PlayStation 4. Donkey Kong Country Returns für die Nintendo Wii. Die Harry Potter Collection Lego für die PlayStation 4. Dann gab es noch ein PlayStation 4 Spiel und zwar Sherlock Holmes. Und zwei Nintendo Wii Spiele, einmal Super Smash und Wii Resort Sports. Hallo. Hallo. Das war dieser Rex, ne? Ist es ja, ja. Könnte sein, ja. Könnte, ja. Ich glaube, ich habe schon mal hier gefragt, aber so Videospiel hatten sie gar nichts, ne? Ich glaube, ich habe hier gefragt, nein, ja. Nein, Videospiel. Was kostet der? Was würden sie denn dafür zahlen? Weiß ich nicht. Kuschelt hier, also Preise zahlen ist 1-2 Euro, aber ich weiß nicht, sagen sie mal. Naja, es ist ja ein richtig guter, stabiler. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. 5? Ist für einen Hundeverein. Für einen Hundefan. Oh, hören Sie auf damit, jetzt habe ich echt schlecht gewissen. 3? 4? 4. Gut, okay. Nehme ich mal den Hundi mit. Was wollte ich denn niemals sogar? Ey Leute, ich habe ein Haustier. Rex ist bei mir. Kennt ihr den Hund noch? Von Sat1, ja? Ist auch hier das Tag hier dran. Ja, richtig cooles Ding, ja. Für 4 Euro diesen Hundi bekommen, ja, schöner Hund und ja, das Geld ging höchstwahrscheinlich an den Tierheim oder an den Hundeverein, was die da gesagt hatte. Weiß nicht, ob das dir glauben soll oder kann, bei sowas reagiere ich gar nicht so richtig drauf, weil jeder kann viel reden, aber ich vertraue ihr mal, dass meine 4 Euro gespendet wurden. Ja, was ist denn? Du hast mich gerufen. Servus. Morgen. Hast du auch Basketball-Trikots, wenn ich schon sowas habe? Tatsächlich habe ich noch welche drin, die muss ich mal rausholen. Ja, ja, cool, ja. Filmst du gerade oder was? Wenn ich darf? Klar. Man sieht euch ja nicht. Ich mache YouTube-Channel. Weißt du, hast du auch Videospiele und sowas? Ja, haben wir. Schau mal, frag mal die Mutti, ich gehe mal gerade auf die Suche nach meinen. Ich habe so alte Jordan-Trikots und ja, so. Ja, prima, ja. Oder auch Fußball-Trikots auch gerne. Hallo. Hallo. Habt ihr noch mehr Spiele oder nur was hier ist? So Nintendo? So Kassetten? Ist der da was? Wie Nintendo, Kassetten? So Nintendo oder Gamecube? Ist nagelneu. Ja, ja. Was wird das für die Sitzung? Oh. Also, da ist schon mal auf gewesen. Nur hier? Okay. Also, ist nicht ganz neu. Dann mach ich es. Ah, das ist so wenig. Ach, hätte ich schon gesagt. Also, ich habe wirklich einmal benutzt und habe ich alles geschenkt bekommen. Machen wir 6. Ich muss noch was verdienen hier. Von nix kommt nix, oder? Ich habe noch Spiele, aber die wollte ich, die sind alle schon bei eBay drin. Ja, kannst du wieder rausmachen. Kannst du ja jetzt verkaufen und dann rausmachen bei eBay. Geht ja ganz schnell, ein Klick. Nee, da kriege ich ja das Geld, was ich haben will hier. Kommt drauf an, was du spielst. Also, was hast du denn für Spiele? Kommt auf die Spiele an. Was haben wir jetzt gerade 7, haben wir uns geeinigt, gell? Ach komm, also machen wir 6,50. Machen wir 6. Ich will nur gucken, ob das noch schon so wie neu ist. Also. Was kostet hier so ein Spiel an bei Ihnen? Hm? Die beiden? Die beiden? Ja. 4 Euro. 4, ja. Okay, das sieht aber schon gut aus. Zum Verschenken ist das dann nicht so gut. Nee, das ist ja nicht, das war ja schon mal draußen. Egal, dann nehme ich es doch nicht. Ich gebe Ihnen mal erstmal die 4 Euro. Das passt neu aus, weißt du? Ja, ja, weil es eine Verpackung ist. So, 4. Für was? Aber danke. Für Dragon Ball und Gamecube-Spiel. Cool, Mann. Was hast du denn noch gefunden? Das sind beides meine Spiele gewesen. Kannst du wahrscheinlich schon denken, ja, wer soll denn sonst das gespielt haben? Keine Ahnung. Schau mal, deine Mutter sagt, die hat noch mehr Spiele. Ich würde mir gerne anschauen. Ich habe das erst. Ja. Das da wissen wir nicht, da wissen wir nicht, was wert das ist. Das ist das, das ist original Start, Nintendo damals. Ja. Mhm. Da habe ich keinen Preis gefunden. Das ist aber auch kaputt, oder? Nee, nee, nee. Ist das so? Nee, achso, das ist Batterie. Das ist Batterie. Ich muss auch Knopfzahl-Dinge. Was ist das? Hm? 2 Euro.
jetzt leider so viel Geld. Da habe ich jetzt nur drauf geschrieben, also so wie es im Internet drin ist. Mhm. Dankeschön. Bitte. Aber hier fehlt Abbruch, Scheibe und das so. Als Ersatzteil ja. Bietet die teilweise schon so viel. 40, glaube ich, Ersatzteil. Ja, genau. Weil ich habe mich das erste Mal, weil ich habe gerade, kriege ich das Geld nicht dafür. Weißt du, was ich mache? Ja, kommt drauf an. Also, wenn der jetzt normal weiß wäre, ist ein sauberer Zustand, würde ich nehmen. Aber so viel Arbeit, du musst das bleichen, du musst es sauber machen. So muss er normal sein, gell? Noch heller sogar, ja. Ja, ja, deswegen. Diese Bücher sind auch teuer, die werden auch gut gehandelt, gell? Geht ja, manche so 5, 10, je nachdem welche Bücher es sind. Ne? Was wollen Sie dafür? 25. Ja. Okay. Das ist da unten, NS oder wie? Fußball. Das ist nur das Gerät. Was kostet da das Gerät? Ich habe leider keinen Netzstecker, aber so. Den können wir ja auch nachbauen. Ja. Was kostet das Gerät bei Ihnen? Oh, da habe ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt. Schlemmel? Guck du mal. Da war ich überrascht, was die teilweise kosten, diese Spiele. Metal Gear. Ja. Was ist teilweise so teuer? Ja, ja, es gibt auch teure Spiele, seltene Spiele. Er hat mir gezeigt, wenn die nur original verpackt sind, was sie dann wert sind. Ja. Was denn? So, ich helfe dir. Ja, was magst du wissen? Was wollte ich wissen? Weiß ich nicht, was du willst. Nee. Hä? Was haben wir denn gefragt gerade? Hm? Irgendwas, was du nicht wusstest. Ach so, was hier unten ist. Ach so, die Konsole. Die Konsole. NS. Da ist aber alles Mögliche dabei. Ganz was viel. Haben? Ganz viel. Was ist das? Vier Controller. NES. NES. Das ist der ganz alte NES. Ja. Und hier mit hier. Ja. Das ist also wirklich super. Nur das Einzige, was fehlt, ist Netzkabel. Das hat gerodelt. Okay. Vier. Wir haben vier Controller. Vier Controller und ein das. Ein Controller ist schon 20 wert. Und das hier haben wir noch. Das ist eine Koppelstation. Ja. Schau hier, die wollen mit einem Controller und einem Kabel wollen die Muni haben. Jawohl, aber das ist ja nicht verkauft. Ne? Nee, das ist aber verkauft. Nee, nee, ich weiß. Ja. Aber was willst du denn geben? Sag doch mal einen Preis. Nee, ist so teuer. Ich will einen Schnapper machen, ein bisschen auf dem Flohmarkt. Was ist ein Schnapper für dich? Schnapper. Naja, dann verkaufen wir den eBay, dann kriegst du mehr dafür. Das ist es. Deswegen habe ich sie weggetan. Ja. Weil heute Morgen waren schon so viele da, die Nintendo-Spiele wollten und alles. Ist so in Ordnung, wenn der jetzt was, nee, ich will jetzt bei 35. Nee, dann ist ein bisschen, schwierig. Hier. Nee, leider nicht. Und dafür wollten sie 25 haben, oder was? Ja. Okay, dann machen sie. Was hast du dir vorgestellt bei dem Buch? 25. 10. Ich war 10. Aber alles gut, mach es bei eBay rein. Alles gut. Falls sie jetzt nicht wollen. Ja. Gib dem jungen Mann das Buch mit für einen Zehner, der war doch so nett und höflich. Wie sie wollen, und das hier sieht interessant aus. Was würdest du dafür bieten? Sag ich habe keine Ahnung, was ist. Deshalb, wir haben auch keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall. Nicht zum ersten Mal. Das ist ein Nintendo-Originalteil von 95. Ja. Das ist, weil du es schon zum ersten Mal siehst, dann ist es was wert. Nee, so allgemein sowas komisches. Wir machen es zusammen 50 Euro. Das Buch und das Ding. Die kostet, das kriegst du locker dafür. Achso, ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade 2-3 Euro im Kopf. Nein, lass ich das. Nein, dann lass ich das. Original Nintendo von 90ern. Weiß auch schon, keine das Ahnung. Kostet immer noch was. Keine Ahnung. 3 Euro. Ja, dann gebe ich dir einen 10er fürs Buch erstmal. Warte, wie heißt der nochmal hier? Mini Classics. Nintendo Mini Classics. So Leute, dieser Hof, ganz komisch, ja, das war schon ein spät für einen Dorfflohmarkt noch irgendwie einen Schnapper zu finden, finde ich, ja. Und trotzdem habe ich da noch was gefunden und das war ein krasser Zufall, finde ich. Ja, der junge Mann hat mich von Weitem gerufen, ey, komm, wir haben was für dich. So, hey, wie, du kennst mich doch gar nicht. Da zeigt er mir so Chicago Bulls Sachen, so NBA Sachen, Basketball Trikots und so, die waren leider gefälscht. Aber das T-Shirt, vielleicht habt ihr es ein bisschen gesehen, war ein richtig geiles 90er Vintage T-Shirt. Den wollte er nicht verkaufen, aber ich hatte auch jetzt kein Interesse. Auf jeden Fall, rechte Seite gab es ein paar Spiele. Die Frau hat gesagt, ja, da kostet ein Spiel 2 Euro das Stück. Und sie hätte noch eine Kiste mit wertvollen Sachen, aber die sie auf eBay gestellt hat und das jetzt nichts für den Flohmarkt wäre. Ja, ihr habt auch bestimmt gesehen, die Preise dort waren viel zu hoch, ja, war für die Zustände viel zu hoch, ja. Kein Wunder, dass die auch eBay keiner kauft, denke ich mir ganz Zeit. Ja, auf jeden Fall, was auf dem 2 Euro Stapel lag, habt ihr euch bestimmt auch gewundert, ne? Da haben wir einmal hier Dragon Ball Budokai, habe ich einfach dazu gebundelt, ja. Und für 2 Euro lag einfach dieses Spiel da. Leute, Pokémon Colosseum für die Gamecube, auch komplett, lag für 2 Euro da. Und sie hat ja die ganze Zeit gesagt, Pokémon ist teuer, wo sind deine die Pokémon-Spiele, Gelb, Rot, hättest du ja auch noch für den Gameboy. Aber das, ich bin auch so doof, habe das Ganze so in der Hand gehalten, anscheinend. Ne? Ja, für 4 Euro die 2 Spiele. Und ich wollte die ganze Zeit noch ein Lösungsbuch haben, weil ich das cool fand. Das hier, Pokémon Diamant Pearl. Ich weiß jetzt nicht mehr, was sie anfangs wollte. Ich glaube, wollte ihn 20 haben.
oder war das 30, 20, keine Ahnung. Dank ihrem Sohn habe ich das auch für einen 10er bekommen. Ja, der Sohn war, denke ich mal, so alt wie ich, ne? Das heißt, ich habe da im Hof 14 Euro gelassen für dieses Lösungsbuch, für die zwei Spiele hier. Und ey, das Pokémon Kolosseum war wirklich, wirklich ein guter Schnapper. Und da habe ich wirklich Glück gehabt, dass es keiner dort gesehen hat unter den Spielen, weil das war schon recht spät, sage ich, ne? Das war schon alles eigentlich abgelaufen, abgefahren, je nachdem, ne, wie jemand unterwegs ist. Richtig geiler Deal. Ja, und so diese Professor Layton. Was kostet so lose Dinger dann? Ohne Hülle? 5. Was haben wir denn noch? Das ist auch noch ein so. Layton. Ja, ja, das ist von Mama. 1, 2, 3, 4 hätte ich. Könnten, 5 ist mir ein bisschen zu viel. Was machen wir noch? 18? Ich war bei 13? 15. 15, oh, okay. Machen wir 15, aber sonst hast du nichts, ne? So. Nee, also hier ist Mami-Carb Solitär. Nee. Also, das ist aber so Pokémon oder sowas? Nee, nee, leider. Mario-Dinge? Nee. Nein. Okay, dann machen wir 15. So alten Gameboy war es gar nicht? Nein. Okay. Das ist die Kindernähmaschine. So, mein letzter Deal auf diesem Dorfflohmarkt waren 4 Nintendo DS-Spiele. Hab 15 Euro ausgegeben. Und zwar für so Professor Layton-Spiele. Ja, das habe ich sogar als OVP noch. Die habe ich noch. Also die Leerhülle habe ich noch. Dann gab es ja noch hier das hier. Das habe ich auch noch als leere OVP hier. Perfekt. Und dann gab es noch ein Spiel dazu, das hier. So, dafür 15 Euro bezahlt, keine krassen Sachen jetzt. Aber ich würde mal sagen, dieser Dorfflohmarkt war wirklich Gold wert. Ihr müsst überlegen, was ihr letzte Woche gesehen habt. Das waren auch Funde aus diesem Dorf. Ja. Richtig, richtig geil. Und die Super Nintendo heute mit der OVP, mit den zwei Donkey Kong Spielen in der OVP. Einmal fehlt das Modul, aber die Zustände sind wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und das Pokémon-Ding, geil. Und ich denke mal, das Rex hat auch einen gewissen Wert, ja. Also, aber das bleibt, glaube ich, hier, weil ich habe das früher sehr, sehr gerne geschaut, diese Kommissar Rex-Geschichten auf Sat.1. Ich bin zwar kein Kuscheltier-Sammler, aber mittlerweile hole ich mir immer wieder mal ein paar Sachen. Die landen aber nicht bei mir, die landen immer auf dem Schrank von meinem Sohn. Ich habe keinen Platz mehr, Leute, ich muss irgendwie ausweichen. Ja, auf jeden Fall war es ein geiler Dorfflohmarkt, ja, waren wirklich geile, geile Funde. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr ähnlich solche Funde finde und euch präsentieren kann. Und ja, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt, mein Lieben. Und wir sehen uns nächsten Freitag. Kuss, Kuss, euer Patron. Ciao.